Ja, herzlich willkommen. Welcome here. I will talk in English because we have some friends from abroad here, so they can understand what's going on. My name is Lutz Graf Ulbrich. Some people know me as Lül. I'm an old friend of Manuel, and I just want to introduce the evening. We want to thank the Uferfabrik for you know allowing us here to be on stage in this beautiful area where Ashra Temple. Yeah. Yeah, it's a great gesture, and well, we want to welcome the band from Copenhagen, Zirklin. They're sitting here, and they made all the way from Copenhagen to perform because they were performing with Manuel a couple of times, and they were supposed to be in the future, but you know. So yeah, what else? I want to thank the radio station. Radio 1, Anja Kaspari and Olaf Zimmermann, they support this event and Manuel Götzsching and the electronic music over all these years, so that's great. And the evening will be like, we have a like 6 minutes movie about Manuel, and then there's this little speech from a famous person, you will be surprised. Then I will play a tune of Manuel from back in the days, and I will talk about the time we spent together, and then we have Zirklin playing inventions for electric guitar. So that's all for now. Enjoy. I was 17 when we founded the band Ashra Temple. I was 18 when we recorded the album, the first album. I still went to school. I lived with my parents. The first Ashra Temple concerts here in Berlin, we played sometimes 1 hour, 2 hours. There's a funny picture in this book. Maybe some of you know it from Julian Korb, Krautrock sampler. There's a picture where you see us, my partner Hartmut Enke on bass, me on guitar, and Klaus Schulze on drums. And the line written under the photo is, Ashra Temple could play for hours without looking at each other. So we played sometimes, yeah, 3 hours, 4 hours without talking or without stopping. Yeah. Thank you.
to find my own way for solo and for composition, going to make my own interpretation of music. I was a bit looking around in which direction I would continue. So finally I thought I have to make something on my own. And so I just did the most simple thing that I could do. I said, okay, what I am, I can play guitar, I know my electric guitar, and so I use that, how to make a record just with one electric guitar, then this is my influence from the minimalism. Invention is not an it's an improvisation in parts, but basically it's more a composition. Yeah. So I really decided I make one piece about 20 minutes, I use one guitar for this part, and then I make a second one, a third one, a fourth one with overdubs. Yeah. So I didn't, of course, I couldn't play it at the same time. I did many recordings, and E2E4 is just one of these recordings, but it was a moment which was, everything was perfect. Everything was, the technique was perfect, the music was floating, and I don't know. And so I just recorded, and then, yeah. And of course, I did not expect this output, but I just played what I like, but I'm very happy about it. Liebe Ilona, verehrte Anwesende, wir alle trauern um Manuel Götsching. Ich bedauere es sehr, dass ich heute nicht bei Ihnen sein kann und mein kleiner Beitrag auf diesem Weg kann kaum deutlich machen, wie sehr auch ich mit dir fühle, liebe Ilona, und wie sehr wir ihn vermissen. Ihn, den großen Musiker, der mit seiner Musik so viele Menschen beeindruckt hat, aber eben gleichermaßen auch die große Persönlichkeit, den liebenswürdigen Menschen, Manuel Götsching. Ich hatte ja Gelegenheit, ihn zusammen mit dir, liebe Ilona, mehrfach zu treffen und kennenzulernen. Und mich hat besonders beeindruckt, wie er, der große Musiker, völlig uneitel und völlig selbstverständlich zupackte, wenn das sein musste. Und ich erinnere mich noch gern an die Szene, ich glaube, das war in Leipzig in einem Vortragssaal, wo es darum ging, Stühle zu stellen und Tische zu rücken. Natürlich half Manuel mit, wie wir alle. Und dann hat er noch jungen Leuten, die am Anfang mit seiner Musik noch nicht so viel anfangen konnten, in sehr kluger, sehr liebenswürdiger und sehr geduldiger, aber ebenso begeisternder und temperamentvoller Weise seine Musik näher gebracht. Und ich habe den Eindruck gehabt, er hat damals sehr, sehr viele engagierte junge Leute gewonnen. Dieser Eindruck bleibt der Eindruck eines liebenswürdigen Menschen, einer großen Persönlichkeit und eines großen Musikers. Wir vermissen ihn. Ich wusste jetzt auch nicht, darf ich jetzt schon auf die Bühne, oder? Aber gut, kriegt ganz das Zeichen, es kann weitergehen. Ich werde jetzt ein Stück spielen von Manuel, das er selber komponiert hat, Oasis von der Correlations-Platte.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Raum gesehen mit so vielen Gitarristen. Gut. Thank you.
so jetzt Rede halten. Aber das mache ich gerne. Ich rede jetzt in Deutsch. For those who don't understand German, I have translation here, but I'm improvising as we did. But if people want to know what I'm talking about, you can pick it up here if you want. I will tell the story how I got to know Manuel and the first 30 years we spent together playing music. So, okay, also um es mal am Anfang zu beginnen, Manuel und ich, wir trafen uns 1965, da waren wir beide 13 Jahre alt, in einer Musikschule in der Platanenallee im Wedding, im Westend. Wieso Wedding? Und wir hatten eine straighte Musiklehrerin, Frau Scheibitz, und da sind wir uns öfters begegnet und haben auch die eine oder andere Etüde gespielt und wussten natürlich damals nicht, dass wir später jahrzehntelang zusammen Musik machen würden. Ich traf dann Manuel später, da hatte ich dann inzwischen die Band Agitation Free gegründet, das war 69 und unser Schlagzeuger Christoph Franke war mit dabei und wir probten im Elternhaus und die Mutter mochte das nicht mehr so, weil er hatte versucht, mit einer Hacke den Keller tiefer zu legen, sodass die Mutter zu Konrad Latte ging, das war ein Direktor von einer Musikschule in der Pfalzburger Straße, und sie konnte ihn überzeugen, Übungsräume für Musiker zu installieren, und das hatten die dann auch gemacht, der Berliner Senat hat das auch unterstützt. Und was ganz toll war, es wurde ein Leiter installiert, Thomas Kessler, ich weiß nicht, ob er heute, der wollte heute auch kommen eigentlich. Thomas, bist du da? Ah ja, hey. Fantastisch, also hey. Super, weil Thomas ist ein Avantgarde-Komponist aus der Schweiz mit einem guten Sinn für Humor, auch wie Manuel übrigens, und da komme ich noch gleich später zu. Und er hat uns wirklich auch in diese neue Welt der Avantgarde-Musik reingebracht, und da entstand auch durch ihn auch wirklich als Einfluss diese Berliner Schule, zusammen mit Bands wie Tangerine Dream, Ashra Temple und Agitation Free. Aber bevor es soweit war, spielte Manuel mit einer Band, die hieß Steeplechase Blues Band, und ich glaube, der Schlagzeuger ist heute auch hier, und die spielten Blues. Also da war auch schon Hartmut Enke dabei, und das war aber eigentlich ziemlich konventionell. Und dann, wie gesagt, 1970 fing das dann an mit Ashra Temple. Und das hat uns, ehrlich gesagt, alle ziemlich gerockt, weil die Band mit Klaus Schulze, der kam von Tangerine Dream, damals noch am Schlagzeug, der spielt ja die schnellste Bassdrum der Stadt. Und Hartmut Enke war so ein wuchtiger Bassist, und dann Manuel mit seiner furiosen Gitarre. Das hat uns also alle echt beeindruckt, und wir haben auch viele Konzerte zusammengespielt mit Agitation Free in der alten TU Mensa. Das war damals ein gängiger Ort, oder auch in Bellevue, kann ich mich erinnern, oder im Cathy Latin. Und so ist also quasi die Berliner Schule entstanden. Und ich war dann allerdings mit der Band Agitation Free in Frankreich, und wir haben uns dann irgendwie alle nicht mehr so richtig gut verstanden oder wollten irgendwie alles verschieden machen. Also jeder hatte so eine Idee, und die Band hat sich aufgelöst, und ich lebte in Frankreich und bekam 1974 die LP Inventions for Electric Guitar in die Hände. Und ich lebte damals eher so als Straßenmusiker und hörte diese Platte, und ich wusste, ich muss nach Berlin zurück. Ich muss mit Manuel Musik machen. Und rief ihn also an und bin nach Berlin gekommen, und wir haben eine Session gemacht, das machte Donk. Und dann spielten wir seitdem vor allen Dingen die Inventions Electric Guitar, und zu zweit damals. Wir hatten aber noch kurze Zeit einen Amerikaner dabei, aber das erste Konzert war dann tatsächlich 1974, Dezember in Paris mit einer Band, die hieß Time Wind. Und die bestand aus Michael Hönig und Klaus Schulze. Das war schon ein bisschen bizarr, dass wir jetzt auf einmal auf anderen Bands hatten. Aber es war ein super Konzert und ein Auftakt für eine wirklich tolle gemeinsame Zeit mit Manuel. Manuel hatte immer einen guten Sinn für Humor. Ich kann mich erinnern, 1975 sind wir dann eingeladen worden nach Südfrankreich zu einem Festival am Amphitheater von Arles.
mit Ken, mit Kevin Ayers, mit Nico und eben Ashra Tempel. Und wir beide fuhren so im VW-Bus. Manuel hatte sich einen VW-Bus gekauft. Wir hatten auch keine Roadies, wir hatten noch diese dicken Verfieser-Boxen, weiß ich, haben wir immer selber noch geschleppt. Und jedes Mal, wenn wir die schleppten, kriegten wir einen Lachanfall, weil die so schwer waren. Und jedenfalls fuhren wir so durch die laue Sommernacht, die Fenster waren auf und wir fuhren so schweigend durch die Prärie so quasi. Und ich guckte zu Mal rüber und sagte, ich war früher immer Old Shatterhand. Und er so, ich Winnetou. So, ja. Also so war das mit Manuel, es war wirklich toll. Und dann haben wir kennengelernt, es war auch sehr vergnüglich. Die fragten dann, wer ist Ashra, wer ist Tempel? Und wir spielten dann in Cannes zusammen ein Konzert. Also es war eine super Zeit. Dann haben wir einen Auftritt gehabt in Paris, in einem Radiosender, Popclub hieß der, der hatte Live-Musik. Und José Arthur war der Host, der uns da eingeladen hatte. Und der wusste allerdings überhaupt nicht, was wir machen. Und man muss sagen, mit Manuel Musik zu machen, das war immer wie ein Trance. Gut, wir haben auch gekifft, ist klar, aber die Musik war auch einfach so dafür gemacht, dass man einfach davon schwebte. Die Franzosen haben da diesen schönen Begriff Musik planante. Und so haben wir halt auch gespielt. Und wir sollten, glaube ich, 5 Minuten spielen und spielten aber natürlich irgendwie 20 oder eine halbe Stunde, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und wir haben das nicht mitgekriegt, weil wir waren einfach so mit uns da in der Musik und wir werden es ja nachher von den Zirkeln hören, das ist wirklich so eine Trance-Musik. Und auf der Aufnahme hört man dann, wie der Typ sagt, Ashra Tempel für die, die es mögen und die, die es nicht mögen. Und er konnte uns aber nicht stoppen, weil wir einfach floateten. Dann trennten sich die Wege, ich war dann mit Nico zusammen und war in Paris und kriegte einen Anruf von Manuel, das war 77, ob ich nicht Lust hätte mit Harald Großkopf, dem Schlagzeuger, der schon mit Klaus Schulze gespielt hatte, in London ein Konzert zu geben, weil er hatte gerade eine neue Platte gemacht, Blackouts, und hatte mit Virgin Records einen tollen Deal und es sollte in London aufgeführt werden. Und dann habe ich natürlich, klar, machen wir, dann haben wir uns in London getroffen, Harald kam aus dem Urlaub von Ibiza, ich kam aus Paris und dann haben wir da ein paar Tage geprobt und dann gespielt und dann seit diesem Moment waren wir dann Ashra und spielten auch eine schöne Tour. Wir hatten einen Manager, Gabriel Ibos, der viel für uns gemacht hat und auch die Deals gemacht hat. Und dann kamen wir hier 1978 ins Ufergelände. Das war aber noch nicht das Ufergelände, das war von der Post hier gemietet, das war aber total still, also hier war nichts los, es waren irgendwie Ruinen. Und Tangerine Dream hatten drüben, das heißt jetzt Varieté-Salon, gemietet. Und wir brauchten einen Proberaum, weil wir für die Correlations LP üben wollten und dann hatten die uns den Proberaum überlassen. Wir waren dann 3 Wochen dort und deshalb ist auch hier die Uferfabrik ein guter Ort für uns, weil wir da wirklich mit Ashra, also wirklich die Musik sozusagen dann neu erfunden haben, also in dieser Konstellation. Und dann haben wir also Belle Alliance aufgenommen in Frankfurt und auch die Correlations auch in Frankfurt im Peter Paulsen Studio. Das wurde uns von Klaus Schulze empfohlen. Virgin Records schickte uns noch einen Produzenten. Die meinten, er könnte noch einen Produzenten gebrauchen. Das fand Manuel nicht so gut, glaube ich. Und wir eigentlich auch nicht, weil Manuel wollte immer gerne so Kontrolle haben. Dann kam Mick Glossop. Massive Attack hat der gemacht und verschiedene andere Sachen und das war einfach nur zauberhaft. Also der war wirklich wie ein vierter Musiker, muss ich sagen. Und ich glaube, Manuel und Mick Glossop haben sich auch öfters noch getroffen. Es war jedenfalls eine großartige Produktion. Und dann haben wir 81 in Barcelona, wurden wir eingeladen von einem Musiker, Michel Eugène. Zum spanischen Fernsehen, da gab es auch ein tolles Ding. Also in Deutschland war das Fernsehen ja nicht so auf unserer Seite, sage ich mal, und das ist, glaube ich, immer noch nicht, aber in Spanien war das möglich, so eine Musik da aufzuführen. So, ich gucke hier mal ein bisschen was auf meinen Zettel. E2, E4, das kennen natürlich alle hier, das war ja sein großer Wurf neben Inventions for Electric Guitar. Und ich weiß noch, als die Platte rauskam, die hat er ganz alleine quasi als Geburtstagsgeschenk für Klaus Schulze, so hat er es mir mal erzählt, aufgenommen, einfach alle Geräte angemacht und dann losgespielt und kam, wie er auch gerade sagte, gut in den Flow. Und ich weiß noch, als die Platte rauskam, schrieb ein Journalist, diese Platte ist durch nichts zu entschuldigen. Es wurde ein Welterfolg und
begründete, glaube ich, auch seinen Status, den er in der Welt jetzt hat, weil die wurde auch in New York in den DJ-Charts gelistet und die DJs konnten das sehr gut gutieren, was er da macht, weil ihr kennt die Platte, die floatet so dahin und du kannst da immer raus und rein und sehr viel mitmachen. In Italien gab es dann einen Hit sogar, Sueño Latino, wo das benutzt wurde und ja, zwei Akkorde zum Erfolg, wie der, zum Welterfolg, wie der Spiegel jetzt neulich schrieb. Manuels Humor war wirklich auch immer toll, er war echt ein entspannter Typ, wirklich, es war immer, er hatte immer so was Leichtes, das hört man ja auch in seiner Musik, eine gewisse Eleganz und ich weiß noch, in den 90er Jahren meinte er, er war neulich mal im Musikgeschäft und hat nach dem, wie das Musiker so machen, gucken, sind denn ihre Alben da vertreten oder so, wie sieht's aus? Und dann meinte er, rate mal, unter welcher Kategorie wir jetzt stehen. Und ich so, was meinst du? Oldies. '88 war Berlin Hauptstadt der Kultur und da ich ab und zu eine Veranstaltung gemacht habe, wurde ich gefragt, ob ich nicht eine Idee hätte für ein Festival und mit meiner damaligen Freundin haben wir dann die Idee gehabt, Wüstenklänge im Planetarium zu veranstalten und hatten da verschiedene Bands eingeladen und eben unter anderem auch Ashra. Und daraus ist dann die Walk in the Desert geworden und eine schöne Kollaboration mit Manuel wieder, weil vorher hatten wir uns ein bisschen aus dem Auge verloren. Dann war ich eine Weile weg in Südamerika und wir wollten uns eigentlich in Los Angeles, glaube ich, treffen, hat aber nicht geklappt. Also die Wege trennten sich, wir spielten aber noch einen schönen Gig mit Klaus Schulze vor 10.000 Leuten vom Kölner Dom, das hatte damals Winfried Renkler vom WDR organisiert, der eine tolle Sendung hatte, Schwingungen, die diese Art Musik halt immer gepflegt hatte und ist ja nicht so ganz einfach, deshalb bin ich auch froh, dass Olaf Zimmermann heute hier ist, der die Electrobeats schon seit Ewigkeiten macht und schon zu DDR-Zeiten auch Manuel kennengelernt hat und das unterstützt. So, Ende der 90er kam auf einmal ein Manager, Kalle Becker, der das Burgherzberg-Festival organisiert, auf Manuel zu und meinte, wie wäre es denn, wollen wir nicht mal in Japan spielen? Und es gab nämlich in Japan, und es gibt es immer noch, den Geschäftsmann Gen Fujita, der totaler Krautrock-Fan ist, man mag es nicht glauben, und der hatte im Tokyo Tower ein Wachsmuseum eingerichtet mit 216 Persönlichkeiten, mit Marilyn Monroe und ich weiß nicht, wer da alles war, Planet der Affen und so, kann ich mich erinnern. Und eben auch Manuel Götsching als Wachsfigur. Und zu der Einweihung sind wir also hin und haben dann da gespielt. Und das erste Konzert, da waren 1000 Leute und wir waren im Backstage, ungefähr 2 Stunden vor Showbeginn. Und ich hörte nur irgendwie einen Schrei oder so und dann hieß es, Manuel, Steve Baltes ist heute auch hier, der war inzwischen in der Band, Super Steve, mit Harald Großkopf, mir und Manuel, wie gesagt, waren wir da im Backstage und Manuel war umgefallen und mit der Stirn hier auf den Kühlschrank geknallt, das war so 2 Stunden vor der Show, Blut überströmt. Also wir sind dann raus, hinten Bühnenausgang und haben im Krankenwagen, bin ich mit ihm dann zum nächsten Krankenhaus, das war ja zum Glück gleich um die Ecke, da haben die ihn dann zusammengeflickt und dann sind wir zu Fuß wieder zurück, weil er wollte ein bisschen Luft schnappen und ja, dann saß er da mit so einem Riesenverband und dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir uns alle so einen Verband gemacht und dachte, wir machen jetzt mal so, wie ist das der neue Trend? Da gibt es auch ein Foto, ich glaube, das sieht man auch, aber haben wir dann doch, ach komm, ist vielleicht doch zu affig. Aber nee, komm, die Japaner mögen so die harten Jungs und wir sagen einfach, ey, Manuel ist ein total harter Hund und ist dann halt mit Verband auf die Bühne und hat auch wirklich toll gespielt, muss man sagen. Und die Leute fanden es super. Das japanische Publikum war wirklich auch ein tolles Publikum. Gut, 2000 haben wir dann nochmal ein, ich sag mal, unvergessenes Konzert hier in Berlin gehabt und danach hatte ich mit Manuel nicht mehr so viel zu tun. Wir haben nochmal 2015, glaube ich, war es, in Oerschot gespielt beim eLife Festival, das Basso de Cristal Programm.
Und Ashra hat hier auch nochmal gespielt, 2012. Leider konnte ich da nicht, weil ich mit den 17 Hippies in Frankreich war. Ein schönes Konzert hier draußen auf der tollen Open-Air-Bühne. Da waren vielleicht auch viele von euch hier. Und ja, that's it, würde ich sagen. Und ja, heute ehren wir Manuel Götsching. Gleich kommt eine tolle Formation, ich habe sie heute schon erlebt hier beim Soundcheck. Die spielen halt Inventions for Electric Guitar und Manuel hat mit ihnen zusammen in Kopenhagen und in der Stettiner Philharmonie gespielt und hätte jetzt auch noch mehrere Konzerte mit ihnen spielen sollen. Für mich war es richtig so ein Flashback jetzt, ja genau, diese Echo-Sachen, die Manuel halt erfunden hatte. Und das, da wünsche ich jetzt viel Spaß, es gibt jetzt noch einen kleinen Clip. Und danach kommen Zirkeln. Dankeschön. Thinking that in this drumming part, when if it would make sense, like for the image of the sound, that we would, for instance, you and I would fade in between roles, so there would be a panning of that strumming sound during the solo. This was originally a surround. Yeah, I remember. Not surround, yeah, but four. Quadraphonic. Yeah. but I never heard it again like this because I don't remember. I never had this equipment for SQ system to listen to. SQ quadrophonic playback that you need a decoder and then you can listen to it from a normal stereo album. Okay. It's encoded. But I never found anybody. The system was not very successful. Well, I think there might be. I remember that we mixed it like that, and so of course in stereo it sounds also like banning always. Thank you.
Thank you so much. It's fantastic to be here. Thank you. We had the honor of playing with Manuel and the honor of meeting Manuel and we're so happy for that. And Ilona and Manuel took us into their lives. We felt we came to visit you here in Berlin, and you showed us around the Uferfabrik and Berlin, and shared all your stories with us. And now we're here, and we are we feel very warm, because now we also meet the bigger family of Manuel. I feel, which are you. And I feel such a warmth in the room and the entire day around this the Uferfabrik, such a warmth and love towards Manuel and Ilona. And yes, it's just such a pleasure to be here for that. So thank you. We're playing the entire work of Invention for Electric Guitar, which Manuel wrote in 1974. And we are fixing a little amp situation here, I hope you will have patience with us. Sure. Yes. The first piece, or the first part of the composition, was called Echo Waves. And there are two more parts. The next one is more like an adagio, which is called, is not pluralis? Quasasphere, yes. And the last piece is called Pluralis, yes. Thanks. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank, Zirklin aus Kopenhagen. Wunderbar, das war wirklich aller Ehren wert. Vielen Dank auch Giovanni Natale aus Italien, der extra hergekommen ist, der Sveno Latino produziert hat. Chris Bohn ist hier von The Wire und viele andere Gäste. Ihr wart ganz toll. Vielen Dank auch an Markus, der hier die Technik gemacht hat und alles zusammengestellt hat. Und Ragnar, der den Ton gemacht hat. Ilona, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast, dass wir hier auf diese Weise zusammenkommen konnten und nochmal Manuel ehren. Ich glaube, das war eine Sache wert. Dankeschön. Es gibt draußen auch noch ein Kondolenzbuch in dem Vorraum vom Foyer, wenn sich da jemand eintragen möchte. Und es gibt natürlich auch noch Artikel hier, wer das machen möchte. Es gibt nicht immer die Chance, Ashra-Tempel-Platten überall zu kaufen, glaube ich. Vielleicht wird es auch noch besser. Aber das nur am Rande. Vielen Dank, dass ihr hier da wart. Und vielleicht gedenken wir noch ein bisschen bei einem Drink. Ciao.